So, hallo liebe Freunde, gestern um 18 Uhr war es soweit. Die beiden Runden der Finalisten Gary Washington und Johnny Dixon wurden auf dem JBB-Kanal veröffentlicht. Nach circa einem Jahr findet also die Julian's Music Cypher ein Ende. Das Finale war sehr, sehr gehypt von beiden Seiten. Nach diesem Halbfinale waren die Erwartungen sehr, sehr, sehr hochgeschraubt. Und ja, dadurch, dass in Johnny Dixons Runde natürlich noch SpongeBoss dabei war und dass Johnny Dixon natürlich BBM-Member ist, hat Johnny Dixon natürlich auch nochmal einen kleinen extra Hype verpasst bekommen. Meiner Meinung muss ich sagen, ich bin Verfolger des JMC von Anfang an. Ich habe mir nicht jede Runde jedes Künstlers gegeben, aber zumindest von den Künstlern, die mich interessieren. Ich muss sagen, ich habe mich im Verlauf des Battles immer mehr zum Gary Washington-Fan avanciert, weil es einfach, sag ich mal, der Rap-Stil braucht eine Zeit, um einem zu gefallen. Und bei mir hat es erst sehr spät angefangen, dass ich den Rap-Stil gefeiert habe. Trotzdem habe ich mich gestern sehr auf das Finale gefreut von beiden. Ich war sehr gespannt auf Johnny Dixons Runde und was vor allem SpongeBoss in dieser Runde zu suchen hat und wie das Ganze aufgezogen wird, was sie für ein Konzept haben und wie das Ganze dann letztendlich aussieht. Ja, ich habe mich natürlich nicht voreinnehmen lassen und habe mir zuerst Johnny Dixons Runde gegeben. Und wir werden jetzt hier gleich mal gucken im Direktvergleich der beiden Runden. Nach 17 Stunden können wir das Resümee ziehen. Johnny Dixon hat ganz klar den größeren Hype, nämlich ca. 130.000 Aufrufe mehr, was natürlich schon eine ordentliche Menge ist, wobei ich das natürlich auf SpongeBoss zurückführe. Ich möchte hier natürlich nochmal ganz klar ausdrücken, dass Johnny Dixon diesen Hype-Vorsprung nur durch SpongeBoss hat. Nur durch SpongeBoss. Wir haben zwar in der Runde davor schon eine relativ gehypte Runde, Kapuze und Rayburn, was eine richtig, richtig geile Runde war, aber Gary war eigentlich über das gesamte Battle gesehen immer der gehyptere von beiden. Wir können das gerade nochmal hier nachschauen. Wir haben hier nochmal die Runden Oval Office und Pass Out gegen Kapuze und Rayburn. Da sehen wir ganz klar einen Vorsprung von 400.000 Aufrufen auf Seiten von Gary Washington, wobei ich sagen muss, Kapuze und Rayburn, der war der geilste Track, den Johnny Dixon in diesem JMC gekickt hat. Richtig, richtig geil. Dann hier Ready, Set, Go mit Green, eine richtig gehypte Runde. Hier sieht man jetzt leider die Aufrufe nicht mehr, aber es sind 2,5 Millionen Aufrufe, die der Track hat. Also über 1 Million Aufrufe Vorsprung hier für Gary Washington. Diese Runde unglaublich gehypt. Und natürlich Phantombild gegen Panama Papers. Ich kann hier nochmal ein bisschen runterscrollen. So. 1,9 Millionen Aufrufe gegen 894.000 Aufrufe, also auch hier 1 Million Aufrufe. Johnny Dixon hat sich über das JMC immer mehr Fans zu eigen gemacht. Seine Community ist eigentlich mit ihm an diesem JMC so ein bisschen gewachsen und der Hype wurde natürlich von Runde zu Runde immer größer, bis er sich eben auch als einer der beiden Finalkandidaten herauskristallisiert hat. Gary Washington von Anfang an der gehypteste Künstler in diesem JMC. Und man muss ganz klar sagen, wir können uns jetzt hier mal angucken, die Runde von Gary Washington featured Green. Wolkenkratzer im JMC-Finale hat nach 17 Stunden 67.969 Likes und nur 5.697 Dislikes. Das ist also ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis, dessen wir hier bei Johnny Dixon sehen. Wir haben nach 17 Stunden 51.986 Likes und über 13.000 Dislikes, ja. Wir haben hier ein deutlich schlechteres Like-Dislike-Verhältnis. Wir haben weniger Likes und mehr Dislikes als bei Gary Washington. Es ist zwar Platz 1 auf den Trends, ich weiß gar nicht, ob das hier bei seiner Runde auch steht. Nein, da steht es nicht. Ich muss einfach sagen, mir gefällt persönlich, um jetzt hier mal zu meinem persönlichen Fazit zu kommen, mir gefällt einfach die Runde von Gary Washington einfach besser. Ich muss sagen, es ist natürlich Geschmackssache, man kann sich über Dinge streiten, gerade auch über Geschmäcker. Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde den Hype der Runde von Johnny Dixon einfach unberechtigt, denn ich muss ganz klar sagen, ich war sehr, 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 sehr enttäuscht vom Part von SpongeBoss. Ich fand es ja eigentlich eher langweilend, was er da gemacht hat. Also interessant war das nicht gerade und jetzt ist mir auch klar, warum SpongeBoss den 27-minütigen Track vor einigen Tagen schon rausgebracht hat und nicht erst nach dem JMC-Finale, denn ich glaube, das JMC-Finale hätte nicht gerade dafür gesorgt, dass SpongeBoss einen unglaublichen Hype bekommen hätte und das Comeback wäre, glaube ich, nicht so gelungen wie in diesem 27-minütigen Track. Das heißt, es war schon ein strategisch kluger Spielzug, den Track vorher zu bringen, um den Hype zu starten, um zu sagen, ja, Sunny is back,
und jetzt ins Johnny Dixon Finale einzusteigen hier als Spongeboss. Ich muss sagen, es war zwar wie gewohnt hohes Niveau von allen Teilnehmern hier, aber es ist halt eine riesige Reihe an Features. Feature Damon, Sansa und Yuri und natürlich Spongeboss. Und ja, ich fand den Track nicht gut. 9 Minuten dauert der Track ungefähr, war für mich entschieden zu lang, dafür war mir die Runde nämlich um einiges zu langweilig, ja. Ich muss sagen, Johnny Dixons Part am Anfang, also circa bis 3 bis 4 Minuten war der lang, dabei hätte man es belassen sollen, das war gar nicht schlecht, ja. Es war zwar nicht so gut wie Capuzzo und Ray-Ban, die Parts, die danach kamen mit Damon, ja, Sansa, Yuri und SpongeBoss fand ich tatsächlich nicht so stark. SpongeBoss hat zwar ein paar interessante Real-Talk-Sachen gedroppt am Schluss und theoretisch, wenn man das jetzt mal wörtlich nimmt, seine ja, Battle-Karriere in JBBs und JMCs an den Nagel gehängt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, man hätte ihn nicht gebraucht in dieser Runde, das war nicht nötig. Es war keine Runde, wie man es von SpongeBoss gewohnt ist, es war nicht gewohnt hohes Niveau. Er stand zwar als letztes auf der Feature-Liste, aber er hat am Ende nur 30 Sekunden Part und darauf warten, glaube ich, sehr, sehr viele in diesem Track, dass SpongeBoss endlich kommt und endlich mal wieder den Battle King raushängen lässt, den God of Battle raushängen lässt. Aber das passiert eben nur 30 Sekunden lang und auch nicht auf dem gewohnten Niveau, ja. Also mich hat das Ganze ein bisschen enttäuscht und muss sagen, der Hype und die 130.000 Aufrufe sind völlig unberechtigt und hängen nur die ganze Zeit vom Hype von SpongeBoss ab. Und ja, das finde ich nicht direkt unfair. Das Like-Dislike-Verhältnis zeigt es natürlich, dass die Runde auch nicht so gut ankommt. Ja, ich fand es trotzdem nicht sehr, sehr gut und ich hätte die Capuzzo und Ray-Ban-Runde von Johnny Dixon Feature Damon im Finale deutlich stärker und besser empfunden. Wäre das das Finale gewesen, hätte er vielleicht sogar aus meiner Sicht die Nase vorn gehabt. Die Runde von Gary Washington featured Green Wolkenkratzer. War natürlich, ja, wie gewohnt eine starke Gary-Runde. Es war jetzt Gary-Runde. Ich fange auch schon an hier mit Gary fucking Washington. Das war eine Gary-Runde. Nein, es war eine wie gewohnt starke Gary-Washington-Runde. Es war jetzt nichts, was man noch nicht gehört hat. Muss man auch ganz klar sagen. Er hat hier das Rad nicht neu erfunden. Aber das muss er auch gar nicht. Denn Gary Washington ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr, sehr einzigartiger Künstler im Rap-Game. Und könnte ohne Probleme, glaube ich, schon mitmischen im Rap-Game. Und mich würde freuen, wenn man ihn auch außerhalb von Julian's Music Cypher und JBBs mal sehen würde und vielleicht auch mal ein ja, richtig geiles Album käuflich erwerben könnte. Ich muss sagen, da wäre ich sofort dabei. Mir gefällt Gary Washington. Ich muss sagen, am Anfang habe ich ihn nicht gefeiert, überhaupt nicht gefeiert, weil mir die Stimme einfach sowas von auf den Sack gegangen ist. Aber ich muss sagen, nach einiger Zeit lernt man diesen Stil zu schätzen und ja, da finde ich, hat er einfach grundsätzlich von mir den Sympathiebonus, weil er mir einfach vom Style her besser gefällt. Er hat was Neues gebracht, das sowas wie ihn gab es vorher noch nicht in dem Stil. Und ja, im Prinzip bringt er ja einen englischen Rap mit Germanismen, hat ja Julian auch schon in einigen seiner Analysen gesagt, anstatt einen deutschen Rap mit Anglizismen. Gut, ich fand alle Tracks seit Final Stage tatsächlich auf einem Niveau gewohnt gut. Und ja, auch Wolkenkratzer ist hier keine Ausnahme. Wir sehen hier, das ist natürlich ein super Track, ja. Man muss sagen, Oval Office und Pass Out hatten bis jetzt am besten gefallen, zusammen mit Final Stage. Wolkenkratzer kann auf jeden Fall bei den beiden mitmischen. Ich finde, ein Highlight des ganzen JMCs sind die Hooks von Green. Ja? Das muss man hier ganz klar mal hervorheben. Ich finde, das markiert immer das Highlight einer Gary Washington-Runde. Die Hook von Green. Die Hook von Green, du, ich fange schon an zu sprechen. Ja? Die Hook von Green ist natürlich immer eins der Highlights. Ja? Muss man ganz klar sagen, sei es in Oval Office, sei es in Ready, Set, Go oder natürlich im Track Wolkenkratzer. Das sind Hooks, die sind ohrwurmmäßig. Ja? Richtig krass. Und ja, auf jeden Fall auf einem Level mit der Capuzzo und Ray-Ban Hook, die natürlich auch richtig geil war. Aber ich muss sagen, Green bringt gewohnt immer auf demselben starken Niveau Hooks, ja, die dem Ganzen die Krone aufsetzen. Und ich finde, was Gary auch noch für sich entdeckt hat, ist das Rappen auf vollkommen, naja, verstörenden Trap-Beats, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir manche Beats anhöre, denke ich mir immer, wo findet der Junge die Beats, ja. Das sind sehr, ja, die sind sehr awkward und sehr weird, ja, wo ich gar nicht richtig eine Struktur manchmal erkennen kann. Aber wenn man sich den Track dann gibt,
dann muss ich sagen, dann kann er das richtig, richtig gut und er kann es wie kein Zweiter. Ja, da muss ich ganz klar sagen, für mich steht fest, Gary Washington hat einen ganz klaren Nachteil durch den Hype von SpongeBob. Ich weiß nicht, wie das Julian bewerten wird. Julian war ja auch im Track von SpongeBob vertreten und ist, denke ich, auch Supporter der BBM-Crew. Ich hoffe nicht, dass er sich davon zu eik voreinnehmen lässt und dann Johnny Dixon gewinnen lässt, komme was wolle. Das hoffe ich mal nicht. Ich hoffe, dass er das Ganze auch objektiv betrachtet und subjektiv betrachtet vor allem, ja, und Gary Washington auch eine Chance gibt. Ja. Ich denke aber schon, dass der die Größe besitzt und das macht. Ich denke, Gary Washington hat ein sehr, sehr geiles JMC abgeliefert, muss man wirklich sagen, auch wenn Johnny Dixon jetzt wahrscheinlich gewinnen wird oder vielleicht gewinnen wird, man weiß es nicht. Meine Meinung ist auf jeden Fall, Gary Washington ist der bessere Künstler und hat hier auch die bessere Runde abgeliefert auf gewohnt hohem Niveau mit einer geilen Hook. Das ist ein Track, den würde ich mir so auch ins Auto legen. Den würde ich so auch zu Hause hören. Den höre ich auch so zu Hause. Und da muss ich sagen, gefällt mir Gary Washington einfach besser. Und Johnny Dixon hat mich für eine Finalrunde, naja, einfach nur enttäuscht. Schreibt doch mal eure Meinung zu dem Thema in die Kommentare. Ihr könnt gerne haten, ihr könnt mich steinigen, ihr könnt alles machen. Solange das in irgendeinem gewissen Rahmen stattfindet, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Video irgendwann mal wieder. Vielleicht mache ich dann, wenn die Analyse von Julian rausgekommen ist, nochmal, naja, eine kleine Meinung zu der Analyse von Julian und zum wirklichen, tatsächlichen Endresultat der Julians Music for Cypher. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfters mal machen soll. Ich habe ja in der Vergangenheit öfters schon mal so ein paar Musik Review-mäßige Sachen gemacht von AC/DC-Album und hier Kollega-Album und so weiter und so fort. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas in der Art nicht öfters mal machen soll. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.